Nächster Abschnitt. Überschrift ist hier Zentripetalkraft, ein etwas ungewöhnlicher und vielleicht auch nicht alltäglich bekannter Begriff. Der ist auch zugegebenermaßen etwas sperrig. Man kann ihn durchaus vereinfachen. Die Rede ist hier manchmal auch schlicht und einfach von der sogenannten Zentralkraft oder auch Radialkraft. Gemeint ist immer eine Kraft, die zu einem bestimmten Zentrum hin gerichtet ist. Wichtig ist vor allem dieses, wenn Sie das Wort vielleicht nicht kennen, stammt aus dem Lateinischen. Petere heißt so viel wie streben. Also mit zentripetal ist eigentlich gemeint eine Kraft, die zum Zentrum strebt, also zum Zentrum hingerichtet ist. Was Sie wahrscheinlich viel besser kennen, begrifflich, ist die sogenannte Zentrifugalkraft. Von der ist ja ständig die Rede. Die wird hier aber ganz bewusst nicht ins Spiel gebracht. Diese sogenannte Zentrifugalkraft ist eine der vielen tatsächlich Trägheitskräfte, die man häufig betrachtet. Man muss dazu aber sagen, dass sämtliche Trägheitskräfte genau genommen sogenannte Scheinkräfte sind. Also Kräfte, die man vielleicht als Betroffener wahrnimmt, die aber eigentlich nur darauf hinweisen, dass die als Naturphänomen die Trägheit eines Körpers, nämlich eben seine träge Masse, schlichtweg ein Phänomen ist, das man dann auch als Beobachter spüren kann, was aber niemals, also wirklich niemals bedeutet, dass in dieser wahrgenommenen Richtung wirklich eine messbare Kraft existiert. Und es ist ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Ich versuche es mal klarzustellen, damit wir nicht gleich an diesem Begriff hier scheitern oder hängen bleiben. Ja? Machen wir es vielleicht mal so. Das ist ein wirklich sehr naives Bildchen. Das soll sowas sein wie, denken Sie mal vielleicht an so ein Volksfest, so ein Erwachsenenkarussell. Also im Prinzip soll diese Person da entweder stehen oder sitzen an der Innenwand und es sei so ein Hohlzylinder, der da einfach sehr schnell rotiert. Und wenn Sie sich jetzt mal da hineinversetzen, gedanklich, und Sie würden da stehen oder sitzen mit dem Rücken zur Wand und dann würde dieses Objekt sehr schnell rotieren. Und wenn Sie jetzt die Augen schließen, dann werden Sie von der Rotation eigentlich gar nicht mehr viel wahrnehmen. Ja, das ist ja dann so ein Gewöhnungseffekt, sondern Sie werden tatsächlich spüren, dass Sie in gewisser Weise an die Rückwand gedrückt werden. Und zwar natürlich hat die vor allem die Aufgabe, Sie dann festzuhalten, damit Sie nicht davonfliegen. Sie würden ja ansonsten dann sozusagen von dieser Kreisbahn aus, die Sie gerade beschreiben, von der jeweiligen Position aus, wo die Wand dann auf einmal durchbrochen wird, würden Sie dann in dem Sinne da nach hinten wegfliegen. Und das ist im Grunde schon das Phänomen der Zentrifugalkraft. Da spüren Sie nämlich im Grunde, dass es Sie in irgendeiner Form nach außen zieht. Jetzt ist es aber immer so, immer wenn man diese Formulierung benutzt, es zieht mich oder es drückt mich irgendwo hin, dann muss man sich aus einer wissenschaftlichen Sicht, also jetzt mal physikalisch betrachtet, die Frage stellen, wenn ich das so formuliere, wer oder was ist eigentlich es? Ja, also wer ist das, der oder das mich da nach außen zieht? Und die Frage können Sie nicht beantworten. Was Sie da spüren, ist Ihre Trägheit. Jetzt interessanterweise, es gibt auch eine andere Sicht auf die Dinge. Wenn Sie die Augen schließen und Sie spüren doch, was spüren Sie denn eigentlich dann? Was Sie da spüren, ist, dass diese starre Wand hinter Ihnen definitiv sie festhält, das heißt, sie drückt ihnen von hinten ins Kreuz, also in den Rücken. Und jetzt in Gedanken, auch bei geschlossenen Augen, wissen Sie, in ihrer Blickrichtung befindet sich das Zentrum dieser Kreisbewegung. Und sie spüren also direkt eine Kraft von hinten in Richtung zum Zentrum. Das ist die Stützkraft, die sie festhält, damit sie sich auf dieser Kreisbahn bewegen. Und das ist die ominöse Zentripetalkraft. Das ist nämlich eine messbar vorhandene Kraft, mit der jetzt in dem Fall die starre Wand dieses Karussells sie permanent in Richtung zum Zentrum drückt, damit sie die benötigte Kraft eben auch, damit die auch vorhanden ist, die dafür sorgt, dass sie auf diese unnatürliche Kreisbewegung gelangen. Das gleiche Phänomen haben Sie, wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben eine Kugel an einem Faden befestigt und lassen die Kugel rotieren, dann wissen Sie, das ist zwar so ein bisschen eine Schlingerbewegung, aber Sie müssen mit Ihrer Hand natürlich permanent den Faden festhalten und im Grunde zerren Sie die Kugel die ganze Zeit immer hin zum Zentrum, damit sie stabil auf dieser Kreisbahn bleibt. Die messbaren Kräfte sind immer zum Zentrum gerichtet. Die nach außen gerichteten sogenannten Zentrifugalkräfte und andere Trägheitskräfte sind niemals messbar,
sind also nur, wenn Sie so wollen, die Gegenreaktion in Form der Trägheit, die man vielleicht spürt, die aber mit der physikalischen Beschreibung nichts zu tun haben. Ich möchte also am liebsten diese Trägheitskräfte aus der Beschreibung auch so ein wenig verbannen, damit wir sehen, was wir eigentlich brauchen. Jetzt wollen wir mal auf die gleichförmige Kreisbewegung genauer eingehen. Das gilt jetzt nicht nur in bestimmten Szenarien, sondern es ist eine einfache Voraussetzung, die wir treffen. Die lautet, dass ein Teilchen, ein Körper, was auch immer, sich mit einer sogenannten Bahngeschwindigkeit V immer im Kreis bewegt. Und das Gleichförmige, kennen wir ja schon, soll heißen, dass zumindest betragsmäßig jetzt diese Geschwindigkeit konstant bleibt. Okay, also diese, und jetzt können wir die eigentlich auch mal berechnen bzw. darstellen, indem wir uns klar machen, was da passiert ist ja, Sie kennen das, 2π mal r, das ist der Kreisumfang. Diese Strecke darf ich eigentlich nicht sagen, aber diese Bahnlänge gewissermaßen, ja, der Umfang eines ihrer Kreisbahn, wird zurückgelegt in einer bestimmten Zeit, die nenne ich hier groß T. Und das ist die sogenannte Umlaufdauer. Die wird also zur Hervorhebung groß geschrieben. Ja, die Umlaufdauer groß T. Das Ganze ist ein periodischer Vorgang. Deswegen könnte man jetzt auch schon von der Periodendauer sprechen. Tut man dann auch. Das Ganze hat nachher einen starken Bezug auch übrigens zu Schwingungen. Und deswegen ist es ganz gut, diese Begriffe jetzt hier schon mal zu schärfen. Und jetzt schauen wir uns das weiter an. Und dann sehen wir, dass wir das auch anders ausdrücken können. Und zwar zum Beispiel so, dass wir uns vielleicht erinnern, bei einem, ich habe vorhin schon gesagt, eine Umlaufdauer ist gleichzeitig auch eine Periodendauer, da der Vorgang periodisch ist. Und wir kennen auch alle den Begriff der Frequenz, und zwar die klassische Frequenz mit dem Symbol klein f. Manchmal auch wird auch so ein griechisches kleines Nü benutzt, bitte nicht verwechseln mit einem Buchstaben V. Liest sich dann Nü, aber ich glaube, ein bisschen angenehmer ist jetzt, wenn wir das klein f für Frequenz benutzen. Und die Frequenz ist nichts anderes als der Kehrwert der Periodendauer eines beliebigen periodischen Vorgangs. Das gilt also für eine Schwingung. Ja, da spricht man natürlich eher von der Schwingungsdauer. Deren Kehrwert ist dann die Frequenz. Bei der Rotation, Kreisbewegung, ist es der Kehrwert der Umlaufdauer. Und das ist auch dann einsichtig. Die Frequenz gibt ja nämlich an, wie viele dieser Vorgänge pro Zeiteinheit, bei uns natürlich pro Sekunde, ablaufen. Beispiel, wenn jetzt die Umlaufdauer bei diesem Vorgang hier zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Zehntelsekunde wäre, das wäre also schon eine sehr schnelle Rotation, dann wäre der Kehrwert von einer Zehntelsekunde also gleich 10, und zwar in der Einheit 1 durch Sekunde. Und diese Einheit 1 durch Sekunde, man kann auch so schreiben, eine Sekunde hoch minus 1, Sie kennen das, Hochzahl minus 1 heißt Kehrwert, diese Einheit bekommt den Namen Hertz. Ja, benannt nach Heinrich Hertz, einem berühmten entsprechenden Wissenschaftler, Physiker, der sich da verdient gemacht hat. Den schreibt man mit TZ, ja, nicht mit der Autovermietung verwechseln. Aber dennoch wird die Einheit Hertz abgekürzt mit groß H, klein z. Ja, das ist also die SI-Einheit, übrigens dann auch der klassischen Frequenz. Und in meinem Beispiel heißt es natürlich, bei einer Zehntelsekunde Umlaufdauer hätten wir hier eine Frequenz der Kreisbewegung von 10 Hertz. Ja, das heißt, immer so viel wie 10 Rotationen dann pro Sekunde passt. Ja, wenn jede Rotation eine Zehntelsekunde lang dauert, dann habe ich 10 Umdrehungen pro Sekunde. So kann man auch sagen. Ne? Übrigens, die sogenannte Umdrehungszahl, die wird ja jetzt gerade im Fahrzeugbereich häufig in einer anderen Einheit angegeben, nämlich in Umdrehungen pro Minute. Man muss also immer wieder aufpassen, dass man solche Angaben geeignet umrechnet. Das ist schon mal ein wichtiger Zusammenhang. Wenn wir jetzt also wissen, die Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer, dann können wir auch an der Stelle die Division durch T ersetzen durch Multiplikation mit F. Und daher kommt jetzt der wichtige Zusammenhang, dass die Bahngeschwindigkeit gleich Kreisumfang mal Frequenz lautet, also V gleich 2πr mal f. Jetzt kann man hier noch einen weiteren Schritt gehen und dann hat man einen noch wichtigeren Zusammenhang. Man kann jetzt übergehen von der Bahngeschwindigkeit zur Winkelgeschwindigkeit. Das tut man grundsätzlich immer, wenn man es mit Kreisbewegungen oder Schwingungen zu tun hat. Ja, Schwingungen sind, wie sich zeigen wird, im Grunde genommen Projektionen von Kreisbewegungen, deswegen gibt es einen engen Zusammenhang.
Und deswegen sollten wir uns an dieses Symbol gleich mal gewöhnen. Sie sehen dieses stark geschwungene kleine W, das soll eigentlich ein griechischer Kleinbuchstabe Omega sein. Deswegen liest man hier auch niemals W, man liest hier Omega. Klein Omega ist das Standardsymbol für die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Was ist jetzt der Unterschied? Nun, der Unterschied ist, während ich hier angebe, den zurückgelegten Weg im Sinne von Meter pro Sekunde, also Weg pro Zeit, beziehe ich mich hier nicht auf den zurückgelegten Weg, sondern eben auf den zurückgelegten Winkel. Und zwar ist es der Winkel im Bogenmaß, das sollten wir deswegen auch gut kennen. Und der große Vorteil der Winkelgeschwindigkeit ist, wenn Sie jetzt an die Rotation eines starren Körpers denken, eines zum Beispiel massiven Kreiszylinders, dann ist diese Beschreibung unabhängig davon, in welchem Abstand von der Rotationsachse Sie sich befinden. Ja? Die Bahngeschwindigkeit ist also natürlich sehr stark abhängig davon, wie weit weg ich vom Zentrum der Rotation bin oder mein Massenelement sich befindet. Während die Winkelgeschwindigkeit für alle, Massenelemente dieses starren Körpers überall die gleiche ist. Deswegen eine sehr wichtige Beschreibungsgröße. Was ist zu tun? Es ist einfach, sich klarzumachen, wie der Winkel im Bogenmaß überhaupt definiert ist. Und der, müssen Sie sich erinnern an dieses, vielleicht an diese Idee, dass man einen Winkel, ich nenne den jetzt mal Phi, wie üblich, der also zwischen zwei Halbgeraden jetzt so entsteht oder indem die auseinanderklaffen, dass man diesen Winkel am besten beschreiben kann, indem man hier so einen Kreisbogen, das ist jetzt leider nicht ganz sauber gezeichnet, aber man würde ungefähr, mach's mal anders, man würde also sagen, diesen Winkel kann ich beschreiben, indem ich da in einem beliebigen Abstand, den nenne ich jetzt einfach mal klein r, das wäre jetzt dann auch der Radius wieder, hier so einen Kreisbogen konstruiere. Und die Länge dieses Kreisbogens, L, geteilt durch den Radius des Kreises, auf dem ich diese Messung mache, ist ein stabiles Maß für die Größe dieses Winkels. Und schon haben wir das Bogenmaß verstanden. Das Bogenmaß ist nichts anderes als die Länge des Kreisbogens im Verhältnis zum Radius des Kreises. Das heißt, ganz allgemeine Festlegung, Phi ist gleich L durch R. Und das ist das natürliche Maß eines Winkels. Ja, wesentlich besser geeignet zu einer mathematischen Beschreibung als sowas wie eine Gradangabe, 30 Grad, 60 Grad. Dieses Gradmaß ist Willkür, wo der Vollwinkel 360 Grad beträgt. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Der Grund für die 360 ist, das ist einfach eine Zahl, die sehr, sehr viele verschiedene Teile besitzt. Deswegen kann man viele Winkelwerte ganzzahlig dann angeben. Aber es ist reine Willkür. Das natürliche Maß eines Winkels, deswegen auch schon bei den alten Griechen, die Bezeichnung Arcus steht für Winkel, steht aber eigentlich für Bogen, ne? Nämlich im Sinne der Bogenlänge. Das war jetzt wichtig vorher zu klären. Warum? Weil, wenn wir verstanden haben, dass bei einer Kreisbewegung das hier ja genau die Bogenlänge ist einer vollen Kreisumrundung, dann muss der zugehörige Winkel natürlich 360 Grad sein, aber im Bogenmaß ist das nach der Überlegung der Winkel von diesem Kreisbogen 2πr geteilt durch den Radius selbst, also einfach 2π. Sehen Sie? Und das ist der Grund, warum der Vollwinkel alltagsmäßig 360 Grad, warum dieser Winkel im Bogenmaß 2π beträgt. Ja, weil das der Umfang des Einheitskreises ist. Sie können das auch so machen. Sie können einen Einheitskreis nehmen mit Radius 1, dann brauchen Sie gar nicht mehr durch den Radius dividieren. Dann haben Sie einfach die Bogenlänge direkt als Winkel. Sehen Sie also, was ich mache? Ich teile einfach diesen Ausdruck durch den Radius und verwandle damit meine Bahngeschwindigkeit in eine Winkelgeschwindigkeit. Es fliegt also, es fällt sozusagen der Radius hier raus aus dem Ganzen. Und jetzt ist auch nochmal leicht zu verstehen. Da steht, die Winkelgeschwindigkeit der Kreisbewegung ist natürlich gleich dem Vollwinkel von 2π zurückgelegt in und deswegen geteilt durch einmal Umlaufdauer. Der Vollwinkel wird zurückgelegt pro Umlaufdauer und daraus kann ich durch Kürzen zum Beispiel kann ich bestimmen, welcher Winkel dann pro Sekunde zurückgelegt wird. Das ist die Winkelgeschwindigkeit. Und dies ebenso hier kann ich R sozusagen wegstreichen. Die ist dann gleichzeitig auch 2π mal f. Das ist ein ganz wichtiger Befund. Wenn Sie an die Beschreibung von Schwingungen denken, da haben Sie ständig so diese Angabe, zum Beispiel, dass eine Schwingung sinusförmig abläuft mit Sinus von Omega mal t. T ist die Zeitvariable
und die ist immer behaftet mit einem Faktor Omega, der dieser Winkelgeschwindigkeit beziehungsweise dann der sogenannten Kreisfrequenz entspricht. Das nennt man so, weil man sieht, dass das eine frequenzartige Größe ist. Sehen Sie es? Diese Winkelgeschwindigkeit ist ja proportional zur echten Frequenz, haben wir vorhin überlegt, die ist f. Der einzige Unterschied ist dieser Zusatzfaktor 2π. Der ist aber fest, immer der gleiche. Deswegen kann man sagen, auch die Winkelgeschwindigkeit ist so eine Art Frequenz, nur in einer anderen Einheit. Und als solche spielt sie auch bei einer Schwingung eine gleichbedeutende Rolle, indem man sie als Faktor bei der Zeitvariablen benutzt, um dann eine korrekte Beschreibung einer zeitabhängigen Schwingung zu haben. Das ist mal etwas vorausschauend hier, ja. Und im Übrigen können wir das jetzt so stehen lassen und haben damit auch geklärt, dass die Winkelgeschwindigkeit die Bahngeschwindigkeit geteilt durch den Bahnradius ist. Das ist also ein klarer Zusammenhang. Jetzt kommt ein kleiner gedanklicher Sprung hier, weil ich werde nicht herleiten, wie sich die notwendige Radialkraft, ich nenne sie gerne einfach Radial oder auch Zentralkraft, genauer gesagt Zentripetalkraft, zum Zentrum hingerichtet, wie sich die berechnet für eine gewünschte Kreisbewegung. Es gibt eine schöne geometrische Herleitung, die ist aber ein bisschen aufwendig, die lassen wir jetzt weg. Und Sie glauben mir einfach, man findet heraus, einerseits für die Kraft, andererseits für die zugehörige Beschleunigung. Übrigens ist eine Radialbeschleunigung, jede Kraft ist mit einer Beschleunigung verbunden, ja. Und das ist ein bisschen schwer vielleicht vorzustellen. Es ist nämlich so, dass nehmen wir mal das Beispiel, mit einer Masse, die sich im Kreis bewegt, permanent eine Kraft ja zum Zentrum benötigt, um diese Kreisbahn um auf dieser Kreisbahn zu bleiben. Das haben wir grob gesagt verstanden. Dass aber das eben auch heißt, dass diese Masse permanent zum Zentrum hin beschleunigt wird. Sie wird also nicht in Richtung der Bahn beschleunigt, sonst müsste sie ja schneller oder langsamer werden, ja, sondern sie bleibt ja, die Bahngeschwindigkeit bleibt ja betragsmäßig konstant. Sie ändert aber ständig ihre Richtung. Und da die Geschwindigkeit eine gerichtete Größe ist, erinnern wir uns letzte Stunde, da haben wir gesagt, Beschleunigung ist genau genommen die Änderung des Geschwindigkeitsvektors pro Zeiteinheit, also mit Betrag und Richtung. Und in dem Fall ändert sich halt permanent die Richtung der Bewegung, deswegen ist die Beschleunigung immer nach innen gerichtet. Das ist ein bisschen abstrakt, da muss man sich hineindenken. Ne? Und es zeigt sich durch Herleitung, dass diese Radialbeschleunigung permanent gleich der Bahngeschwindigkeit zum Quadrat geteilt durch den Bahnradius ist. Ist jetzt einfach ein Befund durch Herleitung. Ist nicht so unmittelbar einleuchtend, stimmt aber. Und anders ausgedrückt, gleich Omega Quadrat mal R. Ist vielleicht noch etwas schöner, bruchfrei. Warum? Schauen Sie mal hier, das geht leicht von hier nach da. Wenn ich hier V durch Omega ausdrücke, hier, oder machen wir es so, ja, wir haben festgestellt, Omega ist gleich V durch R. Wenn wir das umstellen, haben wir V gleich Omega mal R. Also würde ich hier V durch Omega mal R ersetzen. Dann steht da aber am Ende Omega Quadrat mal R Quadrat und das R Quadrat kürzt sich gegen eins davon, ein Faktor R kürzt sich gegen hier unten. Es bleibt oben nur noch einmal Faktor R stehen und ansonsten Omega Quadrat. Sehen Sie, wie das R dann dadurch von unten nach oben gelangt. Und das Ganze in Form einer Kraft ausgedrückt, das wissen wir ja jetzt seit Newton, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, müssen wir einfach die träge Masse hinzu multiplizieren. Auch das ist ohne Herleitung, aber ansonsten diese berühmte Zentripetalkraft, Radialkraft, Zentralkraft lautet Masse mal Bahngeschwindigkeit zum Quadrat durch Bahnradius klein r. Nehmen Sie an, der Bahnradius ist vorgegeben und auch die gewünschte Bahngeschwindigkeit, die Masse sowieso, dann liefert Ihnen dieser Term die notwendige Kraft, um die Masse m auf dieser Kreisbahn zu halten. Gleichförmig. Ne? Nochmal umformuliert, Masse mal Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat mal Bahnradius. Also auch ein sehr einfacher Ausdruck. Spielt nachher auch eine Rolle im Teilchenbeschleuniger, ja, beim sogenannten Synchrotron, Zyklotron, Synchrotron. Das wird dann beim Thema Elektrophysik noch eine Rolle spielen. Naja, das Ganze ist, wenn man es dann wieder vektoriell beschreibt, deutlich komplizierter. Da kommt ein Vektorprodukt ins Spiel. In drei Dimensionen haben wir dann einen Zusammenhang. Da gibt es so ein Pseudovektor für die Winkelgeschwindigkeit in Richtung der Rotationsachse. Also es kann kompliziert werden, aber wir wollen es jetzt hier gar nicht so weit treiben. Wir haben das Wesentliche gesehen. Wir halten fest, dass die Kraft zum Zentrum wirken muss, dass sie die Masse auf die Kreisbahn zwingt und dass die sogenannte Zentrifugalkraft eine scheinbare, aber nicht messbare Kraft im Sinne eines Trägheitsphänomens
darstellt, die als solche nach außen gerichtet ist. Und ich könnte sie noch mehr herausfordern. Ich könnte Ihnen versuchen, klarzumachen, dass die große Erkenntnis von Einstein, die eigentlich kaum jemand wirklich so wirklich verstanden hat, also zumindest im Alltag wenige Leute, dass diese Erkenntnis darin besteht, dass die sogenannte Schwerkraft sich am Ende ebenfalls als Scheinkraft erweist, nämlich als Trägheitskraft. Und dass es tatsächlich eine Illusion ist. Also, und die definitiv ist die Gravitation keine Kraft. Sie ist ein Phänomen der Raumzeitkrümmung. Das ist aber ein ganz, ganz großer Schritt weiter und wir können uns den auch ersparen. Wir bleiben bei der klassischen Mechanik. Wir tun so, als hätte Newton die letzte Weisheit entdeckt und wir können auch mit gutem Gewissen so tun, weil im Bereich von normalen Laborexperimenten kann man natürlich selbstverständlich die Gravitation als ganz herkömmliche Kraft beschreiben und sie ist ja auch in dem Sinne messbar. Aber das hat dann wieder was mit Ort und Zeit zu tun in Wirklichkeit. Braucht uns nicht zu interessieren. Ich wollte Sie nur informieren, dass sogar die Gravitation sich als Scheinkraft dann im Endeffekt herausstellt, wenn man die Dinge richtig analysiert. Okay, aber wir sind bei der gleichförmigen Kreisbewegung und halten nochmal fest, was da alles konstant ist. Nämlich so gut wie alle Beschreibungsgrößen sind konstant. Das gilt für Bahnradius, echte Frequenz, also Umlauffrequenz, Umlaufdauer, Bahngeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit. Solange die konstant sind, reden wir von einer gleichförmigen Kreisbewegung. Wenn die dann auch noch beschleunigt ist, also ungleichförmig, dann wird es nochmal kompliziert. Gut, und ja, da hatte ich vor, jetzt nochmal zu stoppen.